Ja, grüße dich. Heute geht es um die Füße. Deswegen spricht Tobias Fuß heute mit dir. Und ja, ich möchte dir direkt auch ein paar Übungen präsentieren, wie du deine Füße locker bekommst, geschmeidig bekommst und vor allem, wie du weg von Einlagen kommst. Und da sind wir auch direkt beim Thema, weil ich habe oft schon festgestellt, dass die meisten Menschen die Einlagen falsch verstehen. Und da möchte ich einmal kurz drüber reden mit dir. Und ja, ich bin Tobias Fuß von deinefaszien.de. Und zwar, ja, Einlagen. Wozu dienen eigentlich Einlagen und braucht jeder Einlagen? Also erstmal, wenn du eine Fußproblematik hast, also sprich, ich zeige dir das jetzt einfach mal, wenn du deinen Fuß so nach innen kippt, wenn dein Fuß beim Gehen mehr auf der Außenkante ist, ja, oder du einen Plattfuß hast oder was es sonst alles so für Fußproblematiken gibt, ja, oder du einen Fersensporn hast, dann machen Einlagen auf jeden Fall erstmal Sinn, ja. Und was machen jetzt die Einlagen? Sie sorgen erstmal dafür, dass die Fußstatik wiederhergestellt wird. Also sprich, dass nicht eine weitere Fehlbelastung geschieht und somit halt, dass irgendwann Auswirkungen auf die Knie hat oder auf den Rücken oder auf das Becken. Deswegen sind Einlagen im ersten Step erstmal empfehlenswert, wenn du eine Fußproblematik hast. So, jetzt musst du aber verstehen, dass mit den Einlagen dein Problem nicht weg ist. Es ist immer noch da. Wenn du zum Beispiel diese sogenannte Überpronation hast, also sprich, dein Fuß kippt nach innen weg, das wird ja nicht besser, wenn du Einlagen trägst. Ja, im Gegenteil, die Einlagen unterstützt dein Fußgewölbe. Das Problem ist dann, dass quasi das Fußgewölbe noch weniger arbeitet und so die Problematik nicht wirklich weggeht. Deswegen ist es wichtig, dass du aktiv was für die Füße machst. Zum Beispiel hier mal so Fußgymnastik, die 10-mal mit den Winken hoch, runter, ja. Und du wirst gleich ein paar Übungen an die Hand bekommen, die du machen kannst. Und zwar ist die Übung, die ich heute, die wir jetzt gleich machen werden, die ich dir jetzt gleich mit meinem Fuß zeige, die sind für Plattfüße. Wenn du eine Außen-, also eine ganze Supination im Fuß hast, also mehr eine Außenbelastung, wenn du eine Pronation im Fuß hast, dafür sind die Übungen super gut geeignet. Und sie sind auch gut, wenn du einen Fersensporn hast. Ja? Aber da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen mit den Fersensporn, weil das wird zu kompliziert, beziehungsweise wird jetzt zu tiefgründig. Da mache ich vielleicht nochmal ein extra Video zu. Ja? Also, wie ich gerade sagte, Einlagen sind erstmal dafür da, um die Fehlbelastung zu korrigieren. Ja, so, und jetzt, das ist halt leider das Problem, dass dir dann der Orthopäde, beziehungsweise der Schuhorthopäde, also der dir die Einlagen auch verpasst, dich nicht so richtig aufklärt. Also das ist jedenfalls immer wieder, was ich so feststelle. Und den Leuten wird dann halt nicht erzählt, dass sie jetzt zusätzlich was für ihre Füße machen sollen. Im Gegenteil, dann wird dann halt so erzählt, ja, komm alle 6 Monate wieder, damit du neue Einlagen bekommst. So, und jetzt ist es ja so, das Fußgewölbe, also das hier, ja, das alles, was darunter ist, das wird ja überwiegend durch Weichgewebe quasi geformt, ja. So, das heißt natürlich, du hast da die Möglichkeit, auf jeden Fall da wieder was zu verbessern und zu verändern. Und deswegen ist es wichtig, dass du dann was machst, gerade wenn du Einlagen hast, ja. Okay, das ist jetzt erstmal zu der Theorie und jetzt gehen wir in die Praxis. Fang einfach mal an und zwar dein Fuß ist einmal so wie meiner jetzt auf dem Fußboden und jetzt ziehst du einfach nur mal die Fußspitze hoch und drückst die Ferse richtig in den Fußboden rein und drückst dann den Fuß wieder rein in den Fußboden. Hoch und wieder rein. Ja, so fängst du erstmal an. Du wirst feststellen, dass du vielleicht deinen Fuß gar nicht so hoch bekommst, wie gerade hier zu sehen ist. Ja, nicht schlimm, mach so, wie es geht. So, und dann kommt jetzt eine Besonderheit dazu. Wenn du oben bist, wippst du mit der Fußspitze Richtung Knie. Und wenn du unten bist, drückst du so zwei, dreimal mit dem großen Zeh in den Fußboden rein. Wieder hoch und wieder runter. Wieder hoch und wieder runter. Hochwippen, runterwippen. Hochwippen, runterwippen. Hochwippen, runterwippen. Hochwippen, runterwippen. Hochwippen, runter. Ja, so fängst du erstmal an. Jetzt machen wir ein bisschen Zehengymnastik. Das heißt, jetzt drückt einmal der große Zeh in den Fußboden, die anderen gehen hoch. Und jetzt gehen die kleinen Zehen in den Fußboden und der große Zeh geht hoch. Ja, und du wirst da feststellen, dass das erstmal nicht so gut funktioniert. Nicht schlimm,
Übung macht den Meister. Ja? Und auch hier, auch wenn du oben bist, mit den Zehen so ein bisschen nachfedern und mit den kleinen Zehen auch. Und das ist richtig anstrengend, du musst dich da richtig konzentrieren. Ja? Zack, 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 zack. Und mach direkt mal mit. Da merkst du richtig, was, also hier merkst du es vor allem dann auch, du merkst richtig, dass das richtig arbeitet und richtig intakt ist. Das kann auch ein bisschen mehr passieren, dass du das richtig, richtig spürst, ja, weil dein Fußgewebe, wenn du halt eine Einlage trägst, der nicht intakt ist und gerade dann die Verspannung und Verklebung in deinem Fußgewebe, also hier so drunter, sich einfach bemerkbar machen, ja. Genau. So. Jetzt machen wir Folgendes. Ich zeige das jetzt mal von der Seite, damit du es besser siehst. Jetzt rollst du deinen Fuß, also du kreizst die Zehen in den Fußboden rein und ziehst sie Richtung Ferse, dass der Fuß sich richtig wölbt, ja? So maximal. Und jetzt gehst du auf die Zehen und gehst dann mit den Spann, wippst du so nach vorne. Jetzt gehst du wieder zurück, strickst die Ferse rein und ziehst die Fußspitze hoch. Jetzt den großen Zeh reindrücken, ranziehen und dann hier nach vorne und wieder nach hinten weg und wieder hoch. Ja, und auch hier wieder nachwippen. Das ist eine super Übung, wenn du zum Beispiel auch einen Fersensporn hast, weil dir hier die Ferse runtergedrückt wird. Ja, zack, 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 zack. Und wenn du die Übung machst, das habe ich festgestellt, deine Fußwölbung wird sich verändern. Also sprich, wenn du zum Beispiel einen Plattfuß hast, wirst du merken, dass sich das nach diesen Übungen ein bisschen aufgerichtet hat. Und wenn du das regelmäßig machst, bekommst du das wirklich verändert und das fühlt sich richtig gut an, auch beim Gehen. Bevor du dann den anderen Fuß machst, machst du dann mal gleich Folgendes, du gehst gleich mal hin und her, damit du mal den Unterschied dann zwischen rechts und links merkst, was das bringt, die Übung. So, jetzt kommen wir zur nächsten Übung. Du gehst auf die Fußspitze und dann drückst du aktiv die Ferse runter und ziehst die Fußspitze hoch. Wieder auf den Vorfuß drauf. Jetzt Ferse runterdrücken, Fußspitze hoch. Wieder richtig reindrücken, ja, vor allem den großen Zeh. Ferse geht hoch und jetzt wieder richtig runter. Ferse in den Fußboden reindrücken, Knie mit durchdrücken, Po nach hinten schieben und jetzt wieder den Fuß richtig in den Fußboden rein, anziehen, nach vorne und wieder nach hinten. Und Fußspitze hoch. Zack, zack, zack. Und Ferse runter und hoch. Da wirst du auch merken, ich sage das jetzt mal auch so, wenn du den Fuß hier einrollst, dass das vielleicht noch gar nicht so gut geht. Vielleicht ist es auch so empfindlich, dass du gar nicht auf dein Zeh gehen kannst. Dann machst du es so, wie es geht, ja, und wippst erstmal so. Aber irgendwann wirst du es schaffen, in diese Position hier zu kommen. Das kann dann bis ins Schienbein ziehen. Ja, und hier hoch und wieder runter. Zack, 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 zack. Zack, zack. Ja. So, und jetzt machen wir noch eine Übung, dann reicht das auch schon. Und zwar ist Fußspitze hochziehen, nach innen reindrehen und runterdrücken den Fuß. Wieder zurück, so dass der Fuß nach vorne zeigt, wieder reindrehen und runterdrücken. Wieder hoch, reindrehen und runterdrücken. 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 Okay, das waren jetzt die Übungen. Jetzt machen wir Folgendes. Stell dich mal hin und dann geh einfach mal so ein bisschen und spür mal, wie sich das so anfühlt. Linker Fuß, rechter Fuß. Und was ich gerade vergessen habe zu sagen, du kannst natürlich einmal von dem Fuß ein Foto machen. Also sprich, am besten stellst du mal deine Handykamera auf den Fußboden und drückst auf den Selbstauslöser. Dann stellst du dich vor die Kamera so hin und am besten mal auch so seitlich, dass man das Fußgewölbe mitzieht. Ja? Und dann machst du ein Foto davon. Dann machst du diese Übungen, die ich dir gerade gezeigt habe. Und dann machst du nochmal das Foto. Und dann schau mal, ob du eine Veränderung im Fußgewölbe siehst. In der Regel verändert sich da schon schnell was. Ja? Das ist so nur ein kleiner Tipp, was du machen kannst, um halt einfach eine Veränderung zu sehen. Und mich würde es freuen, wenn du einfach mal einen Kommentar hinterlässt und einfach mal schreibst, wie so der Vorher-Nachher-Effekt ist. Ja? Und wenn du Fußproblematiken hast, wie sich das anfühlt. Eine Sache muss ich jetzt noch kurz erwähnen. Wenn du jetzt ein bisschen Fußprobleme hast und die Übung jetzt alle gemacht hast,
kann es sein, dass du dann einen Tag später ein bisschen deinen Fuß spürst. Das kann auch hin bis zu Schmerzen sein. Das hängt einfach damit zusammen, dass wir im Fuß und im Fußgewölbe und quasi in der sogenannten Plantarfaszie ganz viele Nervenendigungen haben. Und die werden natürlich ein bisschen mit gereizt, wenn wir mit dem Fuß arbeiten. Vor allem insbesondere, wenn du ein Fußproblem hast und dementsprechend auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Verspannung im Fuß hast. Ja? Und deswegen kann das halt dann passieren, dass sie gereizt werden und jeder Körper reagiert anders darauf. Ja? Da habe ich halt unterschiedliche Erfahrungen gemacht mit meinen Kunden. Manche Kunden, die sagen einfach nur, oh, das fühlt sich einfach nur toll und gut an. Wieder andere nach dem ersten Mal haben mir berichtet, dass sie richtig Schmerzen hatten. Nur, dass du das weißt, das kann passieren, das ist nichts Dramatisches, hängt wie gesagt mit dem Nervensystem zusammen. Aber einfach am Ball bleiben, wenn du das zweite, dritte Mal machst, ist das dann nicht mehr der Fall. Weil dann kennen die Nerven das schon, vor allem das Nervensystem wieder die Position vom Fuß. Ja, und dann ist es auch kein Thema mehr, weil gerade du hier Bewegungen machst, die du wahrscheinlich mit dem Fuß so nicht mehr gemacht hast. Ja, genau. Und hier, das kannst du auch noch diese Fußwelle machen. Das ist auch noch mal eine gute Übung. Ja, zack, zack, zack. Mit einem großen C anfangen und dann so Klavier spielen. Zack, 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 zack. Das ist gar nicht so einfach. Ja, wirst du feststellen. Okay, das war's dann für heute. Dann machen Daumen hoch bzw. C hoch. Und ja, gib mir eine gute Kommentar mal hier rein und abonniere diesen Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Ja, im nächsten Video siehst du mich auch wieder ganz, nicht nur meinen Fuß. Okay, bis dahin, dann ja, einen schönen Tag noch und am Mittwoch gibt's den 1-Minute-Beweglichkeitsflow. Bis dahin und